Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Prison Architect. Ja. Ich habe ja gesagt, im letzten Part, ich baue den zweiten H-Block. Und da ist er auch schon. Wir drücken es auf Play, dann dürften sich hier auch die gesamten Störgeräusche entfernen. Beziehungsweise die ganzen Störungen beheben. Der checkt immer erst durch. Oh, ist das okay? Ist das okay? Ja, jetzt sind wir mit 138 Leuten gar nicht mal so schlecht belegt. Wir haben 16 der hohen Gefahrenstufe. Und ich glaube, da werde ich jetzt mal eine Stationierung machen. Dass ich hier gerne nur die hohe Sicherung drin haben möchte. Wobei die hohe habe ich ja da oben schon, ne? Das ist ja eigentlich Schwachsinn. In der Theorie könnte ich diese drei hier abreißen. Werde ich auch demnächst. So, jetzt haben wir hier den Tunnel. Und wir haben das Tunnel-Auffüllen-Tool. Nur leider, ich dachte, ich könnte das hier mit auffüllen. Kann ich aber nicht. Ich kann diesen Tunnel damit nicht auffüllen. Ich weiß nicht, warum es nicht geht, aber es geht nicht. So, hier kommt ja sowieso keiner raus. Keine verfügbare Route. Ja, das ist richtig. Da soll auch keiner durch. Hier sitzt auch keiner. Da soll auch keiner rein. Von daher ist das alles so richtig, richtig gut. So, Strom haben wir noch genug. Ja, Strom läuft. Das läuft hier auch alles. Was haben wir denn hier oben? Wieso steigt das denn? Wir gucken mal ins Klemmbrett. Wir wollen Erholung und Familie. Erholung und Familie. Dann schauen wir mal auf Ihren Tagesplan. Wo ist der Tagesplan? Da. Erholung. Die haben Freizeit und Hofgang. Klar sind die jetzt piss, weil die so lange hier zur Arbeit müssen. Ich könnte ja, wenn ich freundlich bin, denen nochmal hier ein Stündchen Freizeit dazugeben. Und die Familie könnt ihr immer sehen, wann ihr wollt, ne? Ist halt nur euer Problem, wenn die Familie da nicht kommt. So, er ist bei seiner Familie, das ist schön. Soweit ist das ganz gut. Wir haben nicht mehr viel Geld, muss ich sagen. Nicht mehr so viel Geld. Und da haben wir Drogen gefunden bei dem Guten, beziehungsweise Gift. Ist jetzt auch nicht so schön gewesen, mein Freund. Muss ich dir mal so sagen, wie es ist. So, hier haben wir Nummernschilder produziert. Wir können einen neuen Raum erstellen. Den nennen wir. Wo haben wir denn? Oh, den Raum gibt's. Oh, das sind neue Räume, sind das? Oder kommen die durch den Mod rein? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich auch einen Kirchenmod drin? Da bin ich gerade echt überfragt. Genau wie die Bücherei. Gibt es ein neues Update? Da müssen wir doch mal gucken hier. 29 released. Ja. Wir können jetzt auch eine Kapelle und ja gut, okay. Können wir dann auch demnächst mal bauen, aber nicht jetzt. Wir können ja ein bisschen Stoff geben. So ein bisschen zügiger die ganze Sache ablaufen lassen. Und ich wollte ja den Raum suchen, den ich suchte, genau. Bevor ich es vergesse. Lager ist es nicht. Baumschule ist es nicht. Gibt es den überhaupt noch?
Exporte. Wir haben schon einen Exportraum, okay. Wo soll der denn sein? Ach, hier drüben sind Exporte, okay. Wollen wir den mal wegmachen? Und machen wir den mal hier hin. Und in der Theorie müssten diese ganzen Stapel hier auch jetzt dahin gehen. Das ist ja nicht, ne? Wie ihr seht hier, es ist exakt baugleich. Ich habe da nichts anders gemacht. Da werden wohl die Leute vernünftig drin wohnen können. Die Küche muss demnächst auch vergrößert werden, beziehungsweise die Kantine. Wir haben jetzt 73 Inhaftierte. Wir können jetzt einstellen, dass wir mehr Gefangene haben möchten. Damit wir hier mehr Geld bekommen, natürlich. Wir geben jetzt echt eine Menge Geld aus im Monat. Bekommen aber echt wenig rein. Und da muss ein bisschen mehr kommen, meine lieben Freunde. Da muss ein bisschen mehr kommen. Da haben wir ein Messerchen gefunden. Warum hast du denn ein Messerchen bei dir gehabt? Kann mir das jemand erklären? Das finde ich nicht schön. Wir haben hier Regeln im Gefängnis, die müssen eingehalten werden. Lassen wir wieder ein bisschen vorspulen. Ah, hier haben wir auch was gefunden. Unser Personalraum ist sehr gut besucht, sehe ich. Wo ist der denn? Ja. Wir haben hier noch einen freien Raum. Ich weiß gar nicht, was wir da reinpacken könnten. Ich weiß gar nicht, was wir da reinpacken könnten. Müssen wir demnächst mal gucken. Ja, ich habe halt noch nie mit einer Kapelle gearbeitet. Aber ob man, ne, das ist ja außerhalb, das ist ja doof. Das ist echt doof. Nee, da jetzt eine Kapelle. Nee, das wär echt dämlich. Das wäre echt ziemlich dämlich. Ne, wir lassen weiterlaufen und beobachten einfach mal ein bisschen, ne? Man kann ja auch mal hier runtergehen und sich das Treiben hier anschauen. Auf dem Hof. Da können wir noch eine Stationierung eben vornehmen. Ach, haben wir schon. Hof so, Hof so. Ja, dieser Hof hier ist halt nicht eingezäunt, ne? Wir können den Hof da eigentlich abreißen, denke ich. Räume, Hof. Ich möchte nicht mehr, dass das hier ein Hof ist. Die sollen ihre Hofzeit gerne in ihren Höfen hier verbringen. Denn dafür sind diese Höfe ja da. Ne? Und dann können wir die Dinger hier demontieren. Da kam erstmal ein Update und ich habe es nicht mitbekommen. Ist ja auch eine feine Sache, muss man sagen. Eine ganz feine Sache, demontieren. Man kann eben irgendwas verbinden, ist ja auch schön. Wir machen Minus am Tag. Was ist mit ihm hier? Ah, der hatte nichts bei sich. Er ist eigentlich ein guter Mann. Ist ein guter Mann. Da kann man nichts sagen. Der Hundeführer geht draußen rum und schaut sich an, was es draußen so gibt. Das ist löblich. Baldige Entlassung. Der gute Scott wird bald entlassen. In 4 Stunden. Hat er sich gut rehabilitiert? Können wir vielleicht mal gucken, was der Scott gemacht hat. Diese. Oh, sogar 2 Entlassungen. Up for parole. Was bedeutet das? Ich bin der englischen Sprache ja nicht immer so mächtig. Eigentlich können wir den.
Willi gerade Größe 5x5 und Besuchertisch. Den können wir eigentlich mal hier reinpacken. Und da packen wir einen Besuchertisch rein. Oh, und es fehlt Geld. Okay. Das ist mies. Objekt verkaufen. 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 Na, wenn die Nummernschilder so nicht exportiert werden, müssen wir die halt mal per Hand verkaufen. So. Haben wir noch ein paar. Oh, der Gefangene trägt die gerade dahin. Und schon haben wir wieder 1000. Dafür können wir uns dann jetzt aber einen Besuchertisch kaufen, denke ich. Ja, einen Besuchertisch einfach mal mitten in den Raum klatschen. Und dann werden wir gleich mal schauen. Wofür dieser Raum denn eigentlich gut ist. Warum wurde eine Bohrmaschine gefunden? Da hat ein Hund gerade gebellt. Ja, da unten wurde Alkohol gefunden. Ja, Junge, das ist ja nicht so. Löffel gefunden, okay. Ja gut, einen Löffel kann man jetzt nochmal durchgehen lassen. Heute darf man wieder Razzia machen übrigens. Damit wir heute wenigstens etwas Interessantes machen. Drei Entlassungen heute. Drei Entlassungen heute. Haben sich gut gehalten, die Jungs, würde ich sagen. Sonst würden sie nicht entlassen werden. Ah, ich kann noch hier bewaffnete Patrouillen. Eine Route zuweisen. Dann mache ich das doch mal. Ein von hier nach hier. So, dann habe ich dafür nochmal Kohle bekommen. Habe ich noch Subventionen? So, inhaftiert habe ich gerade nicht. Wollte gerade sagen, das habe ich doch alles schon geschafft. Bildungsreform ist jetzt noch nicht so leicht. Ja, das haben wir auch. Kurzfristige Investition werde ich jetzt nicht tätigen. Nein, Erregungsforschung habe ich angeklickt. Nein. Nein, die wohl dämlichste. Ach nein. Nein. Nein, 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 nein. Man kann nämlich hier irgendwo bei Finanzen oder so. Kann man sagen, wie die Essensqualität sein soll. Und wir müssen 3 Tage hintereinander, oder 2 Tage hintereinander, nur ein einziges Mal Essen geben und zwar schlecht. Und 3 gute Mahlzeiten für 2 Tage. Ich verstehe das noch nicht ganz. Muss ich mir nochmal einlesen. Wo waren die Subventionen, die ich haben wollte? Ah, ich weiß es nicht. Wir lassen laufen und machen jetzt die Razzia. Zum Ende des Parts nochmal gucken, ob hier irgendwer ein böser Bub ist. Ja, da haben wir Alkohol gefunden. Ja, hier haben wir Spritzen gefunden. Wir folgen mal den beiden Polizisten hier. Ja. Macht eure Arbeit, Jungs. Oh, hier ist alles gut. Nächste Zelle. Im Klo ist nichts, oder? Nein. Müssen wir da raus. Oh.
Kurz pausieren, ich muss die Flasche zumachen. Wir haben hier unten. Ach so, er hat wieder nur einen Hund entdeckt, da ist nichts. Der denkt, da wäre was, aber da ist eigentlich gar nichts. Schade. Haben wir hier unten denn irgendwas drin? Nein. Hier sollte auch in der Theorie keiner mehr wohnen. Ah, guck mal hier. Der Rob Gripson. Die wollen eigentlich schon raus, ne? Jetzt gerade, das war letzte Razzia. Da hier eine Spitzhacke gefunden, ja. Ich denke, das sollte nicht so sein. Wir haben wieder Drogen gefunden. Wir können auch mal hier in die Schmuggelanzeige gucken. Wo kommen die ganzen Sachen denn eigentlich her? Guck mal. Das kommt von hier oben. Wie kommt der denn da oben hin? Ich weiß das gar nicht. Das kommt auch von hier oben. Wie kommen die denn hier raus? Ist der Zaun hier kaputt oder so? Ja, da muss ich jetzt aber mal in der Nacht gucken. Können die mittlerweile Zäune kaputt machen? Das wäre ja mies. Da müssten wir ja außenrum alles mit der Mauer jetzt ziehen mittlerweile. Ah, guck mal hier. Da haben wir jetzt einen Tunnel gefunden, den wir auch tatsächlich zumachen können. Weil der da draußen, der ist ja irgendwie nur für Nüsse. Die Zelle wird jetzt auch als Nicht-Zelle geahndet, denn sie ist offen. Und deswegen haben wir jetzt eine Zelle weniger, was aber nicht schlimm ist. Die Durchsuchung ist im vollen Gange. Wo ist der letzte? Der. Okay. Gucken wir mal in den Schmuggel rein. Werkzeuge und Waffen sind noch sehr hoch vertreten. Luxusgüter und Drogen wird gar nicht mehr angeboten. Wollen die zwar alle haben, kriegen sie aber nicht. Jetzt die Frage, wo kriegen sie denn die Werkzeuge her? Gefahrenquellen haben wir noch hier unten. Ja, hier drin quasi, ne? Werkzeuge und Waffen. Wenn ihr mal eine Schrotflinte kriegen würde, das wäre echt mies. Das wäre echt richtig mies. Da sollten wir auch eigentlich, sollten wir hier mal einen Metalldetektor noch vorstellen. Und dann die Versorgung dran klatschen. Ist sogar schon dann. Weil das wäre echt mies, wenn da eine Schrotflinte mit rauskommt. Jetzt ist Tag, jetzt können wir hier oben mal gucken. Es ist tatsächlich nur Moos drüber, die sind nicht kaputt. So, wir bekommen neue Inhaftierte. Die anderen beiden Pussys wurden entlassen. Und ich entlasse euch jetzt auch in den freien Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, dann ist vielleicht nicht mehr so langweilig. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, was ich bauen soll, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann können wir das gerne mal machen. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst und tschüdelü, euer Toffer.